Morgen oder, falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Feinkraft. Heute haben wir mal wieder etwas vor. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es ist, aber nein, Spaß beiseite. Wir werden etwas in den Nether gehen, das machen wir nämlich relativ gleich zu Anfang. Und werden uns dort noch etwas mit Netherquarz ausstatten, denn wir haben festgestellt, ja schon in der letzten Folge, dass wir eindeutig zu wenig von dem Schmarren haben. Deswegen, ja, gibt's dann gleich mal ein bisschen Nether-Action und im Anschluss, ja, würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir den Tunnel unten fertig kriegen, wa? Was meinst du? Gute Idee, huh. Oh, warte. Nerv. Ja, genau. Weil das eine so tolle Idee ist, freuen wir uns und springen in einem Zeitraffer in den Nether. Und... Unsere kleine Nether-Tour ist vorbei und ich muss sagen, sie war einigermaßen erfolgreich. Wir haben hier gute 7,5 Stacks voll Nether-Quarz. Die schmeiße ich uns doch auch gleich hier nochmal in die Kiste rein, die auch schon jetzt ein bisschen überfüllt ist. Was eigentlich totaler Quatsch. Ach, ist auch wurscht. Komm, lass jucken. Das kann hier rein, das kommt hier auch nochmal mit rein. Und ansonsten. Achso, die. Wollte ich. Ja. Da oben, das habe ich gesucht. Und dann wollte ich das hier noch wieder hinbringen, so. Jetzt das wieder einigermaßen aufgeräumt. Die drei Eimer wollte ich noch voll machen. Ach, ist auch wurscht. So, ich werde jetzt erstmal nochmal für unseren Tunnel hier unten. Hört man mich eigentlich gut? Ich weiß das gar nicht. Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Okay. Für unseren Tunnel hier unten. Nochmal schnell ausrechnen, wie viele wir von den Kollegen, also den Gemeißelten, brauchen. Und werde das dann alles, was wir noch brauchen, erzeugen. Und dann, ja, werden wir uns das wahrscheinlich zusammenbauen, wa? Doch, ich glaube wohl. Also, bis gleich. Mistiges Wetter heute. Dieses Dreckswetter. Gut, ich ist Ruhe jetzt. Also, was ich sagen wollte, für den Tunnel haben wir ja jetzt alles Notwendige gesammelt. Da wirst du echt verrückt. Alles Notwendige gesammelt. Ich habe auch schon mal, ich glaube, richtig gerechnet und alle notwendigen Teile hier zusammengelegt. Wahrscheinlich haben wir ein paar Stufen, Treppen zu viel, aber das wäre vertretbar, also verschmerzbar vor allem. Aber ich stelle gerade fest, etwas habe ich vergessen. Wir brauchen nämlich nochmal eine spitze Hacke. Die sind tatsächlich alle draufgegangen, also alle, die im Inventar... Ist gut jetzt. Alle, die im Inventar waren, die sind draufgegangen. Ich überlege jetzt gerade ganz schweren Herzens. Ach, was soll's. Wir haben sowieso, also wenn ich mal nach unten gucke, haben wir relativ viele Level, die ich unbedingt behalten möchte. Um dann noch was Schönes mit zu machen. Genau. Irgendwann fällt hier bestimmt noch mal ein Zombie rein. Ja, gut. Okay. Gut, also, wie machen wir es? Ich zeige euch mal den groben Ablauf. Also, den haben wir zwar schon mal gesehen, aber
So, der kommt weg und der kommt weg. Und dann kann hier nämlich eine Redstone-Lampe hin. Und hier ein Hebel. Dann machen wir einfach das hier hin und das hier an. Und schon hierzu, hierzu, fertig. Also, soweit jetzt erstmal. Das ist natürlich jetzt noch einiges an Aufwand. Und soll euch jetzt quasi einfach auch nur nochmal zeigen, was denn hier jetzt der grobe Plan ist. Wie ich weiter verfahre, da bin ich mir gerade sogar tatsächlich sehr unsicher. Vielleicht, oh, nee, das aber nicht. Vielleicht bauen wir einfach tatsächlich das Ding live fertig. Hm? Könnte natürlich jetzt extrem langweilig sein, weil drei Blöcke rauskloppen. Und dann quasi sechs Blöcke wieder hinsetzen. Ist jetzt natürlich mäßig spannend. Muss man ja durchaus zugeben. Warte mal, vielleicht geht's auch mit zweien? Nee, leider genau gerade nicht. Okay. So, und dann ballern wir das wieder dahin. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir so ja tatsächlich durch. Ach, dann wäre es natürlich super gewesen, wenn ich mir jetzt noch was überlegt hätte, was wir als Thema und anmachen Thema nehmen könnten. Tja. Zum Beispiel Perimeterabsicherung. Perimeterabsicherung ist tatsächlich so ein Punkt. Da haben wir ein Problem mit. Tja. Gehabt. Möchte ich sagen, gehabt. Jetzt kann nur noch da oben irgendwas reinspringen, aber ja gut, das oh, ist das laut. Das nervt. Naja. Ne, genau so rum nicht. Oh Mann, geht echt gut los. Ja, Thema für die heutige Folge. Vielleicht sollte ich tatsächlich einfach jetzt aufhören damit und das Ganze im Zeitraffer zeigen. Aber wir haben ja schon einen Zeitraffer gehabt und ich möchte das ja auch nicht überstrapazieren. Aber das ist doch vielleicht ein Punkt. Gebt mir doch einfach gerne mal Feedback dazu. Wie findet ihr denn diese Art des Zusammenschnitts? Besser, schlechter, gleich gut oder gleich schlecht wie einfach... Naja, ich sag mal, die ganze Zeit 20 Minuten aufnehmen und das Ganze dann mehr oder weniger ungefiltert raushauen. Oder sagt ihr, nee, komm, weißt du was, das Zusammengeschnittene ist schon ganz okay. Das kann man weitermachen. Ich merke gerade, dass meine Nase zugeht. Das ist natürlich derbst unpraktisch. Also so richtig. Das ist sogar sehr unangenehm. Gut, ich denke jetzt erst den Gedanken zu Ende und dann beschwere ich mich über meine Gesundheit. Und zwar denke ich mir Folgendes. Sagt mir Bescheid, was ihr... Das ist echt so doof. Das ist so doof. So doof ist das. Ah! Was? Ja, ich... Moment. Siehst du, und dann, wenn sowas passiert, dann vergesse ich immer, wo ich stehen geblieben bin. Das ist so blöd. Genau, richtig, jetzt weiß ich es wieder. Also, wie findet ihr das neue Aufnahmeformat? Das interessiert mich. Irgendwie aufgrund des Umstandes, dass der Kanal jetzt tatsächlich über 50 Abonnenten hat, was ich absolut unfassbar genial finde und total cool. Also, danke, dass ihr hier reinschaut. Finde ich cool. Also, es ist... Ich will es dir nicht sagen, also weil das klingt halt blöd, weil 50 ist halt A nicht so viel und ob jetzt 49 oder 50 macht ja gefühlt schon fast keinen Unterschied mehr. Aber tatsächlich so in der Eigenwahrnehmung, dass man sagt so, ja, du hast eine Fanbase, die auch irgendwie einen gewissen, naja, eine gewisse Qualität erwartet. Genau, und in diesem Zuge eben dann die Frage, ist das die neue Art der Videos? Entspricht sie euren Qualitätsvorstellungen? Oder sagt ihr, Alter, hör mal lieber ganz mit dem Scheiß auf? Oder sagt ihr, ist
ganz okay, aber das alte war besser. Oder wie gesagt, sagt mir mal, was ihr... Mist. Was ihr davon so haltet. Wie gesagt, das würde mich sehr, sehr stark interessieren, denn ich mache die Videos ja nicht... Also, ich mache Videos, weil ich es toll finde, Videos zu machen. Also auf jeden Fall. Und weil ich es mag zu spielen. Aber ich mache es halt auch ja wegen... euch. Ja, kann man so sagen. Weil ich mir einfach denke... ihr wollt ja... Also ihr wollt das ja wahrscheinlich sehen, sonst... würden mich ja diese durchaus repräsentative Mengen nicht abonnieren. Oder überbewerte ich das Ganze einfach nur. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich an jeder Stelle immer vorkommen. Aber wie gesagt, so mein Eindruck ist halt, ich mache das gerne. Ich habe da meinen Spaß dabei. Und schaffe es, das mittlerweile alles auch gut unter einen Hut zu bringen. Weil, man muss schon sagen, Let's Plays machen, das braucht schon die ein oder andere freie Minute. Und vor allem in diesem neuen Verfahren ist es jetzt natürlich so, dass dass man nicht einfach eben so passiert. Also die Zeit, die notwendig ist, um jetzt eine Folge zu produzieren, die ist deutlich höher, also länger, als sie es noch vorher war, wo ich einfach nur gesagt habe, so, ich nehme 20 Minuten auf und gut ist. So, und danach nehmen wir die Sintflut. Das ist jetzt natürlich dann deutlich anders geworden. Hier ist noch kein... Doch, hier ist wohl Wasser drunter. Na super. Warte mal, da packen wir dann aber mal Stein oben hin. Genau, bei diesem See habe ich mir gedacht, die Idee, das mit Wasser, ach, mit Glas zu machen, die ist gar nicht so blöd. Die finde ich ganz, ganz gut. Möchte den See dementsprechend dann hier nochmal so... ja, das so ein bisschen schöner machen, weißt du? Aber die brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Cool. Haben wir eine Beleuchtung. Ha. Er nimmt Formen an. Er nimmt Formen an. Das muss einfach einmal festgehalten werden. So, und ja. Formen nimmt er an. Ja, und es ist halt jetzt natürlich noch einiges an, ich nenne es mal Clearing-Arbeit, aber... was soll's. Muss gemacht werden. Soll ja schön sein. Upsa. Ey. Was war denn das? Ich möchte sagen, das war Quatsch. So. So, habe ich jetzt... ja, also Feedback wäre total gut. Das würde mich freuen. Und zwar, ich sag mal, ne, also Kommentare. Sehr gerne. Und, wenn ihr wollt, dann eben auch in irgendwelchen anderen Formen, indem ihr, weiß ich nicht, also Daumen geht auch, aber wie gesagt, mich interessiert tatsächlich dann so ein bisschen mehr die, ja, ich sag mal, die ausgesprochene Meinung. Und von daher, haltet nicht hinterm Berg, aber seid gnädig und nett zu mir. Aber ich denke, da muss ich mir keine Gedanken machen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das kommt echt genau hin. Das finde ich schon mal gut. So, dann fangen wir mal mit den Treppen an. Es ist schon viel zu tun dafür, dass hier echt einfach nur so ein popliger Zugang ist. Aber es ist immerhin unser popliger Zugang, den wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal in der Zukunft benutzen werden. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, hier die ein oder andere freie Minute hineinzusetzen, um das auch schön zu machen. Nicht die Lampen rausbauen, das wäre doof. So. Ja. Gut, der nächste Rant geht, oder nee, nicht der nächste Rant, sondern der Rant dieser Folge, Rant a Rant sozusagen, geht dann gegen oder an meine Gesundheit, die einfach im Moment so ein auf so einem Arsch-Ego-Trip ist irgendwie. Ich weiß nicht, ne? Also Mist. Macht hier halt einen auf Diva und verpieselt sich einfach.
Und ich denke mir so, da habe ich doch jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Also seit ein paar Tagen halt's. Also das klingt jetzt auch so ein bisschen mimimi-mäßig, ne? Aber doch schon sehr. Ja, merkliche Halsschmerzen und irgendwie, weiß ich nicht. Also das finde ich nicht so. Also das ist jetzt gerade nicht toll. Dann kommt, wie gesagt, die Nase dazu. Ach, super viel, über das man sich ärgern kann. Ja. Naja, so. Aber worüber uns wir uns nicht ärgern brauchen, ist der Fortschritt, den der Tunnel macht. Ach, das freut mich doch sehr. Das freut mich doch sehr. So. Also hier. Wow. Obenrum schon sehr geil. Unten noch nicht. Aber das kommt bestimmt noch. Auf die eine oder andere Weise. Wie genau, weiß ich nur noch nicht. Aber das finden wir noch raus. So, dann ist natürlich hier super, dass hier drüber, so wie es sich anfühlt, auch tatsächlich dann direkt schon der Boden ist. Ach, der See, der muss halt quasi ein flacher werden. Aber ansonsten denke ich, doch, damit lässt sich arbeiten. Der wird witzig, glaube ich. Aber mal gucken. Das kriegen wir alles hin. Ich mache hier jetzt mal einen kleinen Cut und überlege mir, wie wir das mit dem See am dümmsten machen. Also, bis gleich so. Okay, also hier ist der See. Das ist also, oder diese Höhlenquelle quasi. Und wie wir hier sehen, das ist schon mal ganz problematisch, denn das funktioniert definitiv nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hier um einen hochzusetzen. Okay, folgendes. Wir machen es so. Wir setzen diesen Gang hier ein höher, erhöhen aber auch gleichzeitig den See, machen hier zu. Oder nicht ganz, aber ein bisschen zu, dass quasi hier nochmal eine Schicht Erde reinkommt. Nicht so viel wackeln mit der Maus, habe ich mir schon überlegt. Und machen hier dann irgendwie noch. Ne, Beleuchtung braucht nicht, denn die haben wir da drin. Ja, und dann ist hier einfach quasi bis zu dieser Höhe alles voll mit Wasser. Ja, das ist so der Plan. Ich weiß noch nicht genau, wie das sich dann darstellt tatsächlich, aber das kriegen wir alles, glaube ich, noch irgendwie hin. Ja, und weil uns ein bisschen die Zeit wegläuft, ich euch da aber trotzdem mit reinnehmen möchte. Ah, doch, doch, doch. Machen wir das jetzt mal als Zeitraffer. Also. Das hier. Und vielleicht auch den Tunnel. Aber den, ja, das sehen wir dann. Also, bis gleich. Ja, wir sind hier echt schon weit gekommen. Ich wollte noch ein paar letzte Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Und dann ist dieser Tunnel fertiggestellt. Dann haben wir einen amtlichen, richtig coolen Höhleneingang. Und das muss ich sagen, finde ich cool, dass wir das auch in so, ich sag mal, überschaubar kurzer Zeit geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, also grundsätzlich finde ich, also so ein Projekt, um das Thema von vorhin quasi nochmal greifen, das hat auch gepasst, geil. So ein Projekt hätte unter, ich sag mal, normalen Let's Play-Voraussetzungen eine gefühlte definitive Ewigkeit gedauert. Und zwar einfach, hier dann alles so weit herzustellen, denn den ganzen Quarzkram zu sammeln und so weiter und so fort. Und ich denke, von daher sind wir eigentlich schon ganz gut da unterwegs. Ich will hier jetzt nur noch schnell ein bisschen was schöner machen, nämlich dass hier auch noch einfach ein Glasbubble hinkommt. So. Und damit es da nicht so durchtropft, ich hoffe, dass das funktioniert, kommt hier auch noch mal Glas hin. Auch so wegen Seen und sowas, aber das machen wir nicht überall, sondern das machen wir nur da, wo es
notwendig ist. Und wenn wir jetzt einmal in unseren Tunnel reinblicken, dann stellen wir fest, dass die Stufen auf jeden Fall noch blöd platziert sind. Aber das ist ja ein leichtes. So, dann... Hauen wir die doch nochmal raus. Komm, die Zeit nehmen wir uns. Wir kloppen die Steine drum zu weg und ersetzen das alles durch Glas. Dann haben wir hier einen ganz amtlichen Tunnel. Amtlich, ey, ist auch so ein Wort. Das ist eigentlich verboten gehört. So, okay. Also, der weg. Also, ja, auf jeden Fall so bleiben müssen. So, der weg. Der Weg und der Weg, der Weg, der Weg, der Weg wird kein leichter sein. So, 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 so und so. Okay, ja, das hat soweit schon mal gefunktioniert. Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Hacke hält. Glas haben wir auf jeden Fall genug dabei. So. Jetzt hole ich den nochmal schnell weg und den und das ist Stein. Den. So. Und jetzt muss der auch noch weg und da zerbricht bestimmt die Hacke. Ne? Nee, gut, okay. Ist sie doch ein bisschen robuster, als sie den Anschein macht. Okay, dann entfliehen wir dieser Enge nochmal. Jo. Okay, und dann habe ich da noch... Habe ich. Oh Mann. Normale Quarzblöcke, okay. Die machen wir... Das machen wir noch eben fertig. Weißt du, und dann können wir sagen, wir haben definitiv was geschafft. Dazu muss das hier weg und das hier weg und das kommt dahin. So, so. Bei uns Schäfern ist das so. Okay, dann. Komm, da. Okay. Und selbiges hier hinten. Na toll. Na super. Ach, weißt du was? Aber da hinten haben wir zum Glück. Ach, dann machen wir uns eben schnell eine Steinspitzhacke. Ich hab da jetzt echt. Nee, dafür rennen wir nicht nochmal nach oben. So. Bis? Bis? Jetzt nur der Buggy zu Feature, hä? Ist das die Unsterblichkeitsspitzhacke? Ne, die müsst ihr jetzt wahrscheinlich dann gleich nochmal zerbrechen, wenn wir... Was? Jetzt. Ja, okay. Naja, immerhin. Ich bin genug verwundert dafür. Okay, dann hole ich mir schnell nochmal ein Bucket nach. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt. Der Server verschluckt sich bestimmt und kriegt das nicht richtig geupdatet. So. Okay. Und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass wenn wir uns in dem. So, dann kann man hier mal nochmal Creeper beobachten. Wenn wir uns im Tunnel befinden und hier durchlaufen, dann sehen wir hier wunderschöne Quarzsteine. Und hier ist es auch nicht anders, dass da drüber Erde ist. Das sieht man kaum. Ja, doch. Das macht einen super Eindruck. Und ich glaube, mit diesem Eindruck können wir die heutige Folge auch beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich weiß, der Boden. Aber ich hatte da eine Idee... wo ich nämlich gerade den Netherstein hier, also den das da hier gesehen habe, dass man eventuell hier mit roter Wolle was machen kann. Aber das muss dann erst bis zur nächsten Folge warten. Wir machen uns jetzt ein kleines Päuschen. Und ich würde sagen, mit der coolen Ausrüstung, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann, euer Herr JJ. Ciao.